ich wäre eh nicht weiter als hier gekommen, oder? Also, wahrscheinlich nicht, nein. Selbst also, wenn ich ihn besiegt hätte, wäre er 10 Basaltfäuste um die Ecke gekommen und hätte mich halt umgekühlt, ja, richtig? Ja, mir ging es ja auch darum, dass du deinen Kampf gegen Rodrigo kriegst und Zulamin den gegen Lucan und Voltax macht irgendwie so coole Zauberscheiße und wird halt nicht angegriffen. Sergente, obwohl, ja gut, die Hand Borons ist halt schon. Na, die also, auch mal chillen. Hätte er jetzt nichts gemacht, dann wäre Voltax einfach tot gewesen. Das heißt tot. Im Rahmen der Blutspiele höchstwahrscheinlich nicht, aber. Hauptsache, es gibt jetzt ein bisschen Geld vom Patriarchen. Sonst irgendwie Support. Ich und die Hage müssen unser Pech loswerden. Ja, habt ihr den schon? Habt ihr schon? Das war diese eine Probe da. Achso, ich glaube, der gilt längerfristig. Nee, also jetzt, wenn du dir das Pech wünschen, Bakdira kann täglich einer Person Pech an den Hals wünschen, in den folgenden Tagen mehr oder weniger gravierendes Unglück. Ich habe es jetzt einfach so behandelt, wie ihr bekommt jetzt einmal Pech und danach ist gut. Also es war ein negativer Schicksalspunkt. Ja, okay, dann ist okay. Bei Haga hat sich das einfach als Bolzen in sich selbst aufgelöst und bei dir, ich habe immer darauf gewartet, dass du irgendwie schlecht gewürfelt hast, aber du hattest nicht schlecht gewürfelt und sonst hätte ich dich auch beim Schattensprung oder so, hätte ich dich irgendwo anders hingeschoben oder beim Attributo hätte ich irgendwie Kacke mit dir gemacht. So Körperkraft minus 11 oder so. Das wäre auch geil gewesen. Körperkraft minus 11. Alter, Babel bricht einfach zusammen, weil er die Kleidung nicht tragen kann. Hilf mir. Das wäre auch gut gewesen. So, euer Kampf war tatsächlich auch relativ knapp. Also hättest du dich nicht hinter den teleportiert, wäre die, glaube ich, am Arsch gewesen. Ja, ich glaube, durch die Rostratten, die hätten mich jetzt mal schön aufgehalten und ja, hätten mich genau das. Ich wollte die Kidmer Kabul sollten tanken, der Utra war, dass der so schnell tot war, keine Ahnung, sonst hätte ich noch weiter Schwerter geklaut und Waffen. Das war also mein Ziel, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Waffen klaue. Der Dukatengardist sollte auch eigentlich nur kämpfen, nur tanken mit seinen Schildern und dreimal parieren. Der sollte nur tanken. Und die ganze Zeit hätte ich mit Salix Lebenskraft gesammelt und Pech gewünscht. Der hatte halt plus 36 Lebenspunkte. Ja, aber der Guardian ist echt ein bisschen overpowered, Zauber. Also. Ja. Tut mir leid, das ist ein Meister so, aber der ist echt krass. Hier, Janlan hatte noch gesagt, Dämon kann man mit der Eigenschaft Resistenz gegen Antimagie ausstatten. Das werde ich halt nächstes Mal tun. Aber das ist halt auch. Keine Ahnung, wenn ja, er halt weiß, dass jemand. Wird jetzt viele Magier kommen, okay, safe, aber sonst ist es halt auch richtig unnötig. Ja. Ja, also er hat ja auch. Ich muss gerade gucken. Sein Goldhort ist ja auch verflucht mit Zolvers Warnung. Sobald ein Lebewesen die Schatzkammer oder den Hort des Papierers betritt und Gefühle von Habgier entwickelt oder seine Besitztümer zu entwenden droht, wird dies dem Papierer bewusst. Also solange du hast diese Tür geöffnet und übertreten und dann wusste er, dass ihr da seid. Ja, ich hatte auch nicht vor, dir deinen Goldschatz zu klauen. Haben wir in Xirans Haus auch nie gemacht. Ja, darum geht es ja auch nicht, aber er weiß halt, dass ihr den betretet. Okay. Eine andere Frage. Wie weit ist ein Raffin gekommen? Ist er mit der weiteste oder ist er so im Mittelfeld? Ja. Gut, ich hatte halt auch eine Chorliturgie mit 18er Schwernissen, für die mich parieren und anzugreifen. Das sind 36er Schwernisse insgesamt. Also. Mir wurde übrigens gesagt, dass von den Basaltfäusten gibt es keinen anderen Chorgeweihten, also zumindest in offiziellen Quellen. Aber bei mir gibt es halt auch Boron. Chor und. Also, Boron-Geweihte gibt es, muss auf jeden Fall geben, ist ja ein kirchlicher Ort. Genau, Effort-Geweihte gibt es bei mir auch in der Kirche. Basaltfäuste, die Effort-Geweihte sind, weil die auf Schiffen dann rumlaufen. Hätte ich auch für Blödsinn, warum die nicht andere Geweihte dabei haben sollten. Ja, also würde mir nur als Kritik irgendwie mitgegeben, weil ich hatte in unserem Gruppenchat hatte ich gefragt, hier, wie kann ich denn Chorgeweihten aufhalten? Chorgeweihte Basaltfäuste und der eine sagte, ja, es gibt keine Chorgeweihten Basaltfäuste. Wo ich so dachte, ja, Spielercharaktere können halt anders. Also das ist auch ein bisschen das Ding an der Liturgie. Also ich finde die auch schon ein bisschen krass. Weil wirklich. Die haben halt gar keine Chance. Weil, das sind halt Basaltfäuste, die haben keine Chance. Wenn da kannst du ja 100 Leute mit 1000 Leute also mit töten. Also ein Rondra-Geweihter oder ein Chor-Geweihter wird ja normalerweise auch den Patriarchen nicht angreifen.
genau. Ja, gut, ne? Und das machen dann ja eher Paktierer oder so. Aber es war schon ganz gut. Also ein Belhalha-Paktierer, der kann da ja auch reinlaufen. Die müssen ja sich einfach dagegen absichern. Wie könnte was gegen die Leute tun, ne? Eine kurze Frage zu einem Rondra-Geweihten. Hat er auch diesen Malus, dass er nichts mit Magie nimmt? Zum Beispiel einen Heiltrank mit Magie? Offiziell so. Nicht. Nö. Es gibt ja Strömung, so wie der Preiskrieg wahrscheinlich. Aber offiziell erstmal nicht. Es gibt doch, glaube ich, Strömung in der Rondra-Kirche, die dürfen Armbrüste benutzen. Jagdwaffen benutzen dürfen, für gegen Wild halt, aber. Genau. Für alles haben wir eine Strömung. Also. Und wie sie alle heißen. Es gibt auch die Rondra-Geweihten aus Weiden, das sind ja eigentlich eher die Bücherleser, die lesen nur in Bücher. Die haben so eine riesige Bibliothek. So die theoretischen. Okay. Das ist ein Historiker halt, in dem Sinne. Ich würde nicht sagen, dass die nicht kämpfen. Die sind halt so auf dieser Helden-Epik-Schiene. So eine wollte ich mir mal bauen. Theaterritter. Ich finde die auch mega geil. Also wenn ich einen Rondra-Geweihten bauen würde, würde ich so einen bauen. Meinst du jetzt die vom Rodenstein? Ja, das sind die vom Rodenstein. Irgendwas bei beiden ist das. War der auch noch Rodenstein, genau. Genau, die interessieren sich halt so für Heldenlieder und Epik und was für große Schlachten in der Vergangenheit geschlagen wurden. So eine habe ich mir auch überlegt für. Ich habe ja mal diese. Donnerbach und Trallop oder wo ist das? Rodenstein? Rodenstein ist in Weiden. Ich finde ihn gerade nicht. So in der Nähe von diesem senkrechten Gebirge? Ja, ich sehe es. Ich finde Rondra-Geweihte sind aber schon einschränkend. Also du musst schon entweder die Abenteuer so bauen, dass es halt als Rondra-Geweihter machbar ist. Rondra-Geweihte ist viel schlimmer. So. Ja, Rondra-Geweihte ist viel schlimmer. Ein Gedanke rein. Ja, aber wenn du einen Spieler da hast, der das assi kommuniziert und der dann die Sachen nicht fair macht, dann ist das halt schwierig. Du gehst halt uppe, ne? Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Stadt oder sowas überfällst, nur wenn du vor der Stadtmauer stehst und sagst, lass mich rein, und die sagen, nö, machen wir nicht, und du greifst sie an, dann kommen da einfach 10 Armbrüste, dann bist du halt auch tot. Gut, aber du musst ja, kannst ja Chorgeweiht sein und nicht geistig ganz woanders. Ja, also das schließt sich ja nicht aus. Ja. Das macht ja aber auch kein Rondra-Geweihter. Ah, ich hoffe, das macht doch kein Chorgeweihter, weil das einfach Blödsinn ist. Wir hatten neulich die Story, der hat nur Chorgeweihten gespielt. Und in Belhanka ist ja ein Waffenverbot, ein striktes Waffenverbot. Ist ja eine Republik und Stadtrecht und bla 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 und die wollen keine Waffen. Und dann steht er vor der Stadt und will da rein, als Chorgeweihter. War das nicht Grangor? Grangor ist auch eine Republik, aber Belhanka hat das Waffenverbot. Genau. Ich meine, Grangor hat auch ein Waffenverbot. Das weiß ich nicht. Zumindest wollten sie nach Belhanka rein. Und er hatte einen Sack mit 6 Waffen dabei. Und diese Stadt war, müssen sie abgeben. Kriegen auch keine Friedensbändchen oder sowas, die müssen sie einfach abgeben. Ich bin Chorgeweihter, dann lass mich durch, ich darf Waffen tragen. Ne, tut mir leid, euer Gnaden, ihr dürft gerne euren Chorspieß behalten. Das ist eine Standeswaffe, den dürfen wir euch nicht abnehmen. Alle anderen Waffen gebt ihr ab. Ich habe keinen Chorspieß, ich kämpfe mit anderen Waffen. Ja, dann tut es mir leid, dann habt ihr keine Standeswaffe, dann werden die alle eingesackt. Lasst mich durch, ich bin der Schlechter von Fasar. Ja, euer Gnaden, genau deswegen lassen wir euch nicht rein, weil ihr der Schlechter von Fasar seid. Bringt euch alle um, wenn ihr das nicht tut. Ah, genau das ist der Grund, warum ihr jetzt alle eure Waffen abgebt oder umdreht, sonst erschießen wir euch. Ja, das kann bei unerfahrenen Spielern sehr schnell eskalieren. Ja. Hat der Patriarch eigentlich ein eigenes Schiff, eine eigene Galeere bestimmt, oder? Das Flaggschiff irgendwie. Das Flaggschiff ist, glaube ich, so. Diese Bulgarisch-Zorn irgendwie, dieser überriesiger Quadrirema, glaube ich. Die niemals einmal ausfahren wird zur Präsentation und wieder nachgerudert wird. Da haben wir doch diesen Darion Polygon von diesem Schiff. Also die Golgari an sich ist ja untergegangen. Ich hätte ja sagen können, dass der Patriarch selber noch ein. Wird mit Sicherheit ein Schiff haben. Also davon gehe ich safe aus. Da macht er halt nichts mit, außer dass es die da steht. Neutralität. Es gibt die Flotte des Boron-Tempels. Na gut, im Prinzip nicht, gehört die ja alle. Was macht? Peter vermutlich, ganz beeindruckend. Was hätte der Attentäter denn gemacht, wenn ich ihn nicht tanzen hätte lassen? Der hätte dich schon mal angegriffen. Ah, na gut, okay. Ja, simpel und langweilig. Oh, alles gut. Hätte ja gereicht. Richtig.
Oder hätte vielleicht hier einen Horusat oder sowas in die Fresse geballert? Nee, also ich dachte, der hätte vielleicht Gift oder so gehabt, weil du gesagt hast, ich brauche meinen Schicksalspunkt noch. Und dann habe ich gedacht, okay, in dem Fall. Gut, also normalerweise wird er mit Sicherheit mit Gift kämpfen, aber nicht während der Blutspiele, das ist ja bescheuert. Ja, gut, er macht schon Sinn. Also er war selber, die Blutspiele waren sehr gar nicht eingebunden, der hat ja mit Lucan Kiseda trainiert. Aber der ist ja auch nicht blöd. Die trainieren halt einfach, deswegen kämpft er halt nicht mit Gift, das ist ja Bullshit. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Wenn er sich halt Schwerter aus dem Rücken zieht, keine Ahnung, was er noch kann. Das Bild ist auch mega gut. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Cool. Du hast einfach gesehen und dachte mir so, okay, nehme ich. Ach, Lukan ist hier da eigentlich den ganzen Tag, steht der nur so da rum und blind und episch oder tut er auch irgendwas Produktives? Trainiert. Muss gerade mal der guckt sich gerne Stummfilme an, habe ich gehört. Ich glaube, der kümmert sich doch um die Rattenmenschen, oder? In dem Rattenloch. Ich habe gelesen, dass der auch viel in der Weltgeschichte umeinander reist und Heldentaten vollführt. Also er hat Seefahrt 16, der ist schon heldenhaft. Ja, irgendwann wird es unglaubwürdig. Ja, wenn du Blindkampf hast, kannst du alles. Ja, ich hatte mal so einen Ritter und den hat er Schruf gepackt. Und hat gesagt, haha, jetzt habe ich dich. Nö, hier Blindkampf. Und dann packt er die Rondra-geweihte Ochsenherde aus und ballert ihn um. Ich habe mich noch gut gefühlt, weil ich ihn irgendwie auf DKN oder so reingezogen habe und er sein langes Schwert nicht mehr nutzen konnte. War, ja, als wir oben auf diesem Monolithen standen, oder? Ja, genau. Zukunft. Der Blindenschwertmeister wird in den nächsten Jahren durch Uturia ziehen. Das heißt, er läuft alleine da rum und sucht das neue Heiligtum. Das Jahr lang. Nein, der läuft mit uns da rum, meinst du? Er ist auf deiner Bußqueste. der hat mich nachts entführt und zwingt mich jetzt, in dem ich einen Stab zu suchen. Kurzer Umweg über Uturia. Kein Stress. Er besitzt nichts außer seinen Waffen und seiner Kleidung und das, was er durch sein Abenteuerleben sich leisten kann. So nix. Holger, Lucan hat im Namen Borons noch eine Aufgabe zu erfüllen und diese führt ihn nach Uturia. Da ist er sich sicher. Lucan ist Südländer, doch seiner Ehrenkodex entspricht eher dem eines mittelreichischen Kriegers. Ansonsten hält er sich an alle Gebote der Götter, insbesondere an die von Boron. Alle. An alle. Also ist er einer von diesen 12? Vor allem an die Gebote der Götter. An alle. Also er hat gleichzeitig immer ein Feuer brennen, aber er löscht doch jedes Feuer, das er sieht, ja? Er ist Superman. Ja, Arroganz oder Überheblichkeit sind dem blinden Schwertmeister fremd. Er kommt aus der Arena von Fasar und in seinem rauen Umgang gewöhnt. Auch wenn er sich im Laufe der Jahre angepasst hat, sofern man nicht seinen Zorn erregt, ist er ein angenehmer Begleiter. Er ehrt also jedes Leben und lebt pazifistisch, aber gleichzeitig ist er auch unerbittlich gegen seine Kampfgegner, ja? Ja, ist aber eine Mary Sue, oder was meinst du? Ich meine ja nur, die Gebote aller Götter ist nicht erfüllbar. Nein, der hat einen 12-seitigen Würfel mit allen 12 Göttern. Also, er ist wie Two-Face, nur komplizierter, ja? Bevor dich killt, wirft er nicht seine Münze, sondern wirft seinen Würfel. Es gibt doch diese Sekte, die alle 12 Götter anbeten. Ja, aber jeden davon nur einen Monat lang. Die halten sich hier an ihren Regeln. Jedenfalls die Aussage, er hält sich an alle Gebote der Götter, ist halt mal wieder total nutzlos. Vor allem an die Gebote der Götter. Okay, das klang gerade eben noch anders. Ansonsten hält er sich vor allem an die Gebote der Götter, insbesondere an die von Boron. Also halt die Fresse. Nein, Boron. Und geh früh schlafen. Nein, Boron allein fahren, Herr Kult. Ah. Also geh früh schlafen und baller dir vorher noch an. Baller die Drogen. Hauptsache high, dann geht alles. Hauptsache ballert. Also ich muss leider gleich nochmal ein, zweimal weg, denn mir ist gerade ein kleines Malheur passiert. Hast du? Das klingt falsch. Ja, ich auch gerade. Nein, Gott im Himmel. Das klingt eher so, als hättest du deine Wohnung unter Wasser gesetzt. In die Unterhose gekackt. Ja. Ich gehe einfach. Genau. Kann nicht mehr schlimmer werden. Ja doch. Zulamin kann sich Blindkampf kaufen. Ich habe Blindkampf. Verdammt. Perfekt, dass du da die AP schon versenkt hast für die dumme Aber Scheiße. Du kannst meinetwegen jetzt einen Waffenmeister von Lucan lernen, wenn du willst. Ja, darauf spare ich hin. Ich wollte ja mal das mit der Windmühle machen. Also die wäre so das Erste, was ich... Alles Windmühlen ist richtig gut. Dass du keine Wuchtschlag oder sowas mehr brauchst, sondern dass du einfach alles Windmühlen kannst. Ich würde dir umreißen als Strategie empfehlen. Das ist sehr, sehr gut. Wenn du zaubern kannst, hier, Zwingtanz. Schöner Zauber. Zwingtanz ist tatsächlich toller cool. Waffenmeister.
Schlag löse ich einen Zwingtanz aus. Kann man eigentlich jede Aktion als Waffenmeister machen? Du kannst halt alles erlauben. Ja, du kannst halt aber im Prinzip immer nur natürliche Erschwernisse abbauen. Also du kannst nicht sagen, meine Finden sind immer um 4 erleichtert. Du kannst nur sagen, keine Ahnung, das Umreißen ist normalerweise um 8 erschwert, jetzt ist es nur noch um 4 erschwert. Die einen festen Wert haben, der höher ist als 4. Also ein Hammerschlag ist plus 8. Kannst du einen Hammerschlag mit plus 4 rausmachen. Ich denke, ich würde gerne diese BHK-2-Aktion zu einer richtigen dritten Aktion aufwerten. Aber das sollte ja eigentlich nicht mehr so teuer sein, oder? Weil ich hab's ja eigentlich, sie ist nur ein bisschen eingeschränkt. Das Ding ist, du hast eh genug Punkte. Also es... Ja, du willst jetzt 5 Manöver gleich irgendwie perfektionieren, aber das brauchst halt eh nicht. Ja, die dritte Aktion ist das, was du willst. Alles andere, vollkommen egal. Hauptsache dritte Aktion. Ich hatte mir ja einen Waffenmeister irgendwann mal gebaut, der hatte mit 2 Äxten gekämpft und da habe ich dann mit besonderen, mit, hier, wie heißt das, wenn du 2 Waffen hast? Breitlingerkampf 2, genau. Da musste ich keine dritte Aktion mehr kaufen, sondern da habe ich mir dann nur noch erlaubt, dass Hammerschläge gegen alle Ziele und auch gegen große Gegner und sowas, das, so eine Sachen kann man sich dann erlauben, dass das... Ja, aber das ist auch ein Waffenmeister, den nur du durchgehen lässt. Mhm. Nur du und Leute, die mit Johnny zusammenspielen. Jetzt ja, zufrieden? Ja, genau. Also das habe ich ja nicht selber gebaut. Das kommt ja alles aus den Runden, die wir 2013 oder sowas gespielt haben.